Am 12. Januar besichtigte der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, Christian Pegel, die Geothermieanlage der Stadtwerke Schwerin in Lankow. Begleitet wurde er von Youchuan Shen. Er ist Generaldirektor der Taipei-Vertretung. Während eines Rundganges durch die Stadtwerke zusammen mit Dr. Josef Wolf und Hanno Nispel von der Geschäftsführung erfuhren der Minister und der Generaldirektor Wissenswertes über Geothermie. Ich durfte vor einem knappen Dreivierteljahr zu Besuch sein in Taiwan und habe mit der Vertretung in Hamburg wiederholt Austausch gehabt. Wir haben insbesondere auch über die Energieversorgung in Deutschland unterhalten. Und Schwerin hat ja mit seiner Geothermieanlage ein ganz besonderes Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland, im Übrigen nicht nur für hier, wo aus verhältnismäßig wenig Wärme, die tief aus dem Boden geholt wird, knapp über 50 Grad, hinterher für die Fernwärme nutzbare, für die Warmwassererzeugung, die Heizungswärmeerzeugung nutzbare Wärme herausgefiltert wird in einem längeren Prozess. Und da haben wir uns ausgetauscht und ich hatte versprochen, dass ich dem taiwanesischen Vertreter genau das hier zeige. Und umgekehrt, Taiwan selber, mit ganz anderen Temperaturen in seinen Böden im Übrigen, ist auch gerade dabei, sich ganz engagiert, um Geothermie als die Möglichkeit, vor allem Strom zu erzeugen, weil dort andere Temperaturen im Boden sind, kümmert. Für den taiwanesischen Generaldirektor war der Besuch sehr aufschlussreich. Er überlegt, Geothermie auch in seinem Land zu etablieren. In Taiwan gibt es heiße Quellen, die bereits in geringeren Tiefen 70 Grad erreichen. Diese Quellen eignen sich für Geothermie. Also das Potenzial, ja, also von dieser Geothermie, also Stromerzeugung in meinem Land ist groß. Potenzial ableite. Also wird sehr, sehr, sehr wenig benutzt. Ja. Und ich komme hierher, also vielleicht können wir auch was lernen. Ja. Vor einigen Monaten errichtete die Regierung in Taiwan eine Forschungseinrichtung zur Geothermie. Die Stadtwerke Schwerin konnten ihr Wissen an den Generaldirektor weitergeben und bei Fragen unterstützen. Ich habe den Eindruck, da ist großes Interesse an dem Thema. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, auch in Deutschland nicht, dass man dann seine ausländischen, dass man dann die Leute anspricht, die da Erfahrung haben. Und er sagt ja auch gerade, Taiwan hat bestimmte Gegebenheiten, viel natürliche Erdwärme, oberflächennahe Erdwärme. Man wird auch nicht auf diese Tiefen gehen. Und es wird sicherlich dort auch ein Teil des Mixes sein. Die Stadtwerke Schwerin freuen sich über einen regen Austausch auf nationaler und internationaler Ebene. Mit der Geothermieanlage gehen die Stadtwerke einen großen Schritt in Richtung nachhaltige Wärmeversorgung.